Anfang der 50er Jahre ist die Bundesrepublik Deutschland in einer Aufbruchsstimmung. Das Wirtschaftswunder steht vor der Tür und gleichzeitig formieren sich Strukturen der Wirtschaft. Am 23. Februar 1951 wird in Bad Homburg der Bundesverband der pharmazeutischen Industrie gegründet. Als alleiniger Vertreter dieser besonders innovativen Branche vertritt der BPI in diesem Zeitraum mehr als 600 Mitgliedsfirmen, die rund 95% aller Arzneimittel in der Bundesrepublik herstellen. Besonderes Augenmerk des jungen BPI gilt ab Mitte der 1950er Jahre der Vorbereitung des ersten Arzneimittelgesetzes. In den 50ern zieht der BPI nach Frankfurt, seine Heimat für die nächsten 4 Jahrzehnte. Die 60er Jahre bringen eine deutliche Zeitenwende. Die Contergan-Katastrophe stellt für die pharmazeutische Industrie eine extreme Herausforderung dar. Der BPI und seine Mitglieder setzen das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit von da ab ganz oben auf die Tagesordnung. Die auch heute noch aktuellen rote Handbriefe als Warnung der Hersteller bei neu beobachteten Nebenwirkungen sind nur eine Aktion des BPI. Im folgenden Jahrzehnt beginnt die bis heute andauernde Debatte um Kostendämpfung. Der BPI und seine Mitglieder sehen sich auch hier in einer aktiven Rolle des Mitgestaltens. Sie vereinbaren die freiwillige Einschränkung bei den Ausgaben für die Arzneimittelwerbung. Gleichzeitig bleibt die Arzneimittelsicherheit größtes Anliegen. Die Mitgliedsunternehmen führen die Packungsbeilage ein. Auch in den 80er Jahren leisten die BPI-Unternehmen ihren Beitrag zur Stabilisierung der Finanzlage der GKV. 1981 wird der Kodex der Mitglieder des BPI e.V. verabschiedet. Er legt die freiwillige Einschränkung der Werbung für pharmazeutische Produkte als Beitrag zur allgemeinen Kostensenkung fest. Mitte der 1980er Jahre stimmen die Mitgliedsfirmen einem Stabilitätsbeschluss zu, der die Preise für Arzneimittel auf 2 Jahre festschreibt. Diese Maßnahmen stellen den Beitrag der Industrie zu einer Sicherung der Finanzierung der GKV dar. 1990 führt der BPI einen bis heute bekannten Satz in der Werbung für seine Mitglieder ein. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Die 90er Jahre stehen unter dem historischen Zeichen der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Der BPI reagiert frühzeitig und schließt ein Arzneimittelabkommen mit dem neu gegründeten Verband der deutschen Pharmaindustrie in der DDR ab. Doch die 90er Jahre führen auch innerverbandlich zu Problemen. Um sich auf die Interessen einzelner Teilgruppen der pharmazeutischen Industrie zu beschränken, treten Unternehmen aus und gründen neue Verbände. Der BPI muss sich neu aufstellen und tut dies auf Grundlage seiner weiter breiten Mitgliederbasis mit mittelständischer Prägung, die gleichzeitig aber weiterhin auch als einziger Verband den gesamten Pharmamarkt repräsentiert. Die Konsolidierung des Verbandes gelingt und im neuen Jahrtausend zieht der BPI gestärkt nach Berlin und eröffnet 2009 auch eine eigene Repräsentanz in Brüssel. Gleichzeitig sind die 90er und das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends durch zahlreiche Gesundheitsreformen und Kostendämpfungsmaßnahmen im Arzneimittelbereich geprägt. Alleine seit 2004 zahlen die pharmazeutischen Unternehmen Zwangsabschläge in der Gesamthöhe von mehr als 7 Milliarden Euro. Seine aktive Rolle als Mitgestalter des Gesundheitswesens beweist der BPI 2010, als er als erster Verband ein Modell zu Preisverhandlungen für innovative Arzneimittel vorstellt. Wir stehen als BPI, als Bundesverband der pharmazeutischen Industrie, für die gesamte Bandbreite der Interessen der pharmazeutischen Unternehmen in Deutschland. Über 250 Mitgliedsfirmen repräsentieren den Arzneimittelfortschritt, aber auch die Breitenversorgung der Bevölkerung. Und wir versuchen, jeden einzelnen Patienten in der Vielfalt seiner Erscheinungsformen hier anzusprechen. Wir stehen für Qualität der Produkte, für Sicherheit der Produkte, für eine hohe Wirksamkeit der Produkte, auch in Kombination verschiedener Arzneimittel untereinander und natürlich auch für das berechtigte Anliegen der Patienten, als mündige Bürger, als mündige Menschen betrachtet zu werden. Darüber hinaus stehen wir als Hoffnungsgeber für viele Menschen, die in Krankheitssituationen sich befinden, die heute noch gar nicht richtig therapierbar sind. Wir sind uns dieser Verantwortung sehr bewusst und wollen ihr auch in den nächsten 60 Jahren gerecht werden. Leben ist Vielfalt und diese Vielfalt der Patienten, der Bürger in diesem Lande zu achten, das haben wir auf unsere Fahnen geschrieben. Wir freuen uns mit Ihnen auf die nächsten 60 Jahre und schauen mit viel Zuversicht in die Zukunft.